Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze. Draußen scheint richtig schön die Sonne, was heute Morgen ja nun gar nicht der Fall war. Da hat es richtig geschneit, zwischendurch gegraubelt, immer mal wieder geregnet, zwischendurch die Sonne wieder. Ja, richtiges Aprilwetter und das Ende März. Hoffen wir, dass es nun bald doch Frühling wird. Es war ja doch ein bisschen kalt gewesen und das nasskalte Wetter kriecht doch so unter die Klamotten und in die Knochen. Muss man nicht unbedingt haben. Ja, was gab es so Neues in Borgheide? Wie man in einem Polizeibericht lesen konnte, gab es wohl kriminelle Machenschaften auf dem Bahnhof Borgheide. Dort wurden zwei Schüler, 13 und 14 Jahre, von zwei südländisch aussehenden Männern angegriffen und ihres Taschengelds beraubt. Die Polizei, die Kriminalpolizei ermittelt zu einer schweren Raubstraftat und bitte Zeugen, die den Sachverhalt mitbekommen, sich unter der Telefonnummer 0338156000 bei der Polizeiinspektion Brandenburg zu melden. Also wer was gesehen hat und die Täter dort beschreiben kann oder die sogar kennt, möge sich doch bitte melden. Dann habe ich noch eine Information von lostanzen.de bekommen. Nadine Hoffmann, die ja für die Kittys immer Tanzen anbietet, hat mitgeteilt, dass in den Osterferienkursen in Brück noch freie Plätze sind. Wer sich dort anmelden möchte im AWO-Mehr Generationenhaus Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, meldet sich unter nadinehoffmann@lostanzen.de. Wie gesagt, noch sind freie Plätze da. Dann gibt es neue Informationen von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft hier aus Borgheide. Samstag fand nämlich ein Ausbildungstag der Sanitätseinheiten des Landkreises Potsdam-Mittelmark statt. Und dazu hat Matze für uns Infos. Bitte, Matze. Ausbildungstag der DLRG am vergangenen Samstag. Dort trafen sich nämlich in Werder die Sanitätseinheiten des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu einer Art Ausbildung, Weiterbildung, wo EKG-Geräte und Defibrillatoren getestet werden konnten, sowie ein mobiles Beatmungsgerät. Der gemeinsame Abschluss bildet an dem Tag eine Kolonnenfahrt mit Blaulicht mit mindestens 15 Fahrzeugen, so wie ich das gehört habe. Auch eine Autobahnfahrt war dabei. Das war natürlich auch für die, die da zum ersten Mal dabei waren, auch was ganz Besonderes, so eine Kolonnenfahrt mal zu erleben. Macht weiter so, ihr seid vorbereitet für den Ernstfall, möge er nie eintreten. Danke für euren Einsatz. Ja, vielen Dank und immer schön zu sehen, dass die DLRG hier richtig aktiv natürlich für den Ort ist und auch schon immer überall dabei. Jo, dann kommen wir noch zu einem Thema, was uns auch immer wieder neu bewegt. Jedes Jahr zweimal, einmal im Winter, einmal im Sommer. Das ist die Sommerzeit. Zum Ende der Woche, also genau genommen am Sonntag, dem 31.03., wird die Uhr wieder um eine Stunde vorgestellt. Das heißt, uns wird eine Stunde gestohlen. Von 2 auf 3 Uhr, nicht vergessen, am 31.03. am Sonntag geht's in die Sommerzeit. Nun braucht nur noch das Wetter mitzuhalten. So, jetzt kommen wir nochmal schnell zum Sport. Was gibt's da Neues? Weder Matze noch ich waren diesmal mit unterwegs gewesen, als unser BSV 90 auf dem Weg nach Brandenburg war und gegen Brandenburg-Golzow gewonnen hat. Ja, 3-2 oder 2-3. Obwohl das wohl anfangs nicht so aussah. Auch wenn wir nicht dabei waren, keine Fotos, keine Videos gemacht haben, war aber Enrico da von den Borgheider Ultras. Und er hat sich die Mühe gemacht, uns ein paar Fotos und ein Video zu schicken, wo er auch den Trainer interviewt hat. Hier für euch das Video. Bitteschön. Ja, Hartmut. Fazit vom Spiel, zufrieden? Nee. Zufrieden kann man nicht sein. Und der Leistung insgesamt kann ich nicht zufrieden sein. Vom Ergebnis her, ja, Ergebnis stimmt. Glücklich davon. Wir haben die erste Halbzeit in der Anfangsphase sehr gut Fußball gespielt wieder. Haben immer mehr nachgelassen, haben den Gegner ins Spiel kommen lassen. Folgerichtig haben wir dann 2 Tore gemacht, eigentlich aus dem Nichts. Das haben wir in der Halbzeitpause angesprochen, dass wir das besser machen müssen. Zweite Halbzeit hatte der Gegner bis auf eine Kopfballchance auch keine weitere Chance gehabt. Wobei, wenn er den macht, dann steht es 3-1 und ob wir dann zurückkommen, weiß ich nicht. Der Gegner schwächte sich dann mit einer gelb-roten Karte selber und letztendlich hat dann die Moral in der Mannschaft gestimmt und der Sieg letztendlich vielleicht ein bisschen glücklich zustande gekommen. Aber so ist Fußball. So ist Fußball. Okay, dann danke ich fürs Statement. Im Namen der Ultras, die heute nicht vollzählig sind, Glückwunsch zum Sieg. Schönen Dank nochmal, dass ihr uns unterstützt habt. Bitte, bitte.
Ja, vielen Dank, lieber Enrico, und natürlich auch ganz großen Dank an den Trainer, an Hartmut Streich, der immer so frisch nach dem Spiel schon in der Lage ist, ein Fazit zu geben, ein fachmännisches Fazit zu geben. Für uns ist doch ein bisschen schwieriger, dieses Ganze so zu beurteilen, dass es auch halbwegs sachlich rüberkommt. Nächstes Spiel hier in Bockheide nächsten Sonntag um 15 Uhr gegen den SG Grün-Weiß-Kleinkreuz. Und wir wollen nicht vergessen, auf einen ganz besonderen Leckerbissen hinzuweisen. Und zwar am 14.04. spielt der BSV 90 gegen den Tabellenersten FSV Grün-Weiß-Niemek hier auf heimischem Gelände. Die Niemecker haben ja noch nicht ein einziges Spiel verloren. Die sind wohl richtig stark, stehen am auf dem Tabellenersten. Dicht gefolgt von den Borgheidern. Und Borgheide hatte ja in der Hinrunde tatsächlich 3-1 oder 1-3 verloren, war aber nicht ganz vollständig mit der Mannschaft dort gewesen. Das heißt, da haben ein paar hochkarätige Leute wohl noch gefehlt. Und wir haben uns gedacht, wenn schon so ein tolles Spiel hier stattfindet, dass der Erste gegen den Zweiten oder der Zweite gegen den Ersten spielt, je nachdem, wie man das möchte, könnten wir doch hier als Borgheider der Mannschaft so richtig fest im Rücken stehen und dieses Event zu einem richtigen Volksfest machen. Ich denke mal, wenn hier so halb Borgheide zum Fußball-Event kommt, Zweiter gegen Erster, könnte es tatsächlich passieren, dass der Borgheider SV 90 vielleicht dem Tabellenersten mal so die erste Niederlage der Saison überhaupt beibringt. Ich meine, schaffen könnten sie es, stark genug sind sie. Sie haben bis jetzt in der Hinrunde noch nicht ein Spiel verloren, die Borgheider, sondern einmal nur ein Unentschieden gehabt. Den Rest haben sie gewonnen. Wäre das toll, wenn wir als Borgheider hinter der Mannschaft stehen und dieses Wochenende, also diesen Sonntag, den 14.04. zu einem richtigen Familiensport festmachen und der Mannschaft mit lautstarkem Gebrüll und Zurufen den Rücken stärken. Ich denke mal, der BSV würde sich freuen und es würde dort vom Verein auch genug Bier und eine Bratwurst zu kriegen sein. Also haltet euch das Wochenende frei am 14.04. Da geht's richtig heiß her, spielt der Tabellenzweite gegen den Tabellenersten. So, jetzt fehlt mir nur noch das Wetter. Matze, kannst du uns jetzt endlich Frühlingswetter vorhersagen? Tja, Lutze, so schnell kann's gehen. Eben noch die Bienen am Baum am Summen und am Blütenpollen durch die Gegend tragen. Und schon haben wir es wieder. Montag, Wetter passt zum Montag. Schneefall, ja, heute Morgen hat's geschneit. Regen, Graupelschauer, bisschen Sonnenschein. Also ein komplettes Aprilwetter und das schon im März. Es wird Dienstag und Mittwoch noch so bleiben. Bisschen Regen möglich, 80-90% die Wahrscheinlichkeit. Donnerstag wird es dann wieder ruhiger. Die Temperaturen gehen in den zweistelligen Bereich um die 12 Grad zurück. Eventuell 13-14 Grad, Freitag, Samstag. Schauen wir mal. Also die ersten Tage können wir den Grill drin lassen. So, und sonst? Oh, die Jugend war mal demonstrieren. Habe ich gehört in Berlin. Und zwar haben die sich mal dem Uploadfilter und diesen ganzen Sachen gewidmet. Aber darüber diskutieren wir hier nicht. Ob es uns als Mediengruppe in Borgheide hier treffen würde, ob uns ein Upload gesperrt würde, das kann eigentlich nur dann passieren, wenn plötzlich Karl Lagerfelds Double hier erscheint auf der Bildfläche, nämlich hier dieser hier. Da gucken, vielleicht muss man dann Lizenzgebühr bezahlen, wegen ähnlichem Aussehen. Ich glaube nicht. Tschüss. Tja, Matze, da sieht man, ihn bewegt auch der Artikel 13 so natürlich auch wie mich selbst. Wir lehnen natürlich den Artikel 13 ab, da wir eher eine nicht zu steuernde Zensur befürchten. Es ist eigentlich nicht möglich, diese Vorgaben, die dort von der EU wieder mal gemacht werden, die fern jeder Lebensrealität sind, zu erfüllen. Schon die DSGVO haben wir als ein lebensfremdes Monstrum empfunden, das unserer Meinung nach in keinster Weise der Lebensrealität gerecht wird und nur zu merkwürdigen Unsicherheiten und Verhalten geführt hat, als dass es wirklich schützt. So, jetzt haben wir noch etwas in eigener Sache. Und zwar, ja, Borgheide News TV hat Geburtstag. Ja, nicht heute, aber am Mittwoch. Und zwar am 27.03.2016 gingen wir das allererste Mal auf Sendung. Das ist jetzt genau 3 Jahre her.
So lange schon machen wir hier jeden Montag, früher jeden Sonntag, jeden Montag Video. Wir sind selbst überrascht, dass wir das so lange durchgehalten haben. Geburtstagsfeier wird es noch geben. Im Moment sind wir leider beide so beschäftigt, dass wir das gar nicht zu organisieren schaffen. Holen wir aber nach, versprochen. Wenn das Wetter ein bisschen besser wird, machen wir mal wieder eine ordentliche Grillparty. Und vorab zeigen wir euch einfach mal, was wir so bei unserer Redaktionskonferenz so treiben, wenn wir uns mal treffen. Hier, für euch, bitte. Tja, wie man sieht, haben wir auch ordentlich Spaß und frönen eine unserer anderen Leidenschaften. Wir sind ja nicht nur Videomacher und Fotografen und so weiter. Nein, wir machen auch manchmal ein bisschen Mucke, macht uns richtig Spaß. Wie gesagt, das war's. Viel Spaß. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Vergesst nicht, die Uhren umzustellen. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wie immer hier vor der Kamera. Euer Lutze oder Karl. Und tschüss.